Kein Structure Deck, kein Auswahlpack, kein Bonuspack, kein Bundle, kein Geheimpack. Nur Legacy Packs und ein Master Pack, wenn wir Ranked gewinnen. Außerdem besteht unser Deck nur aus 6 Master Packs. Das ist die Masochist Challenge. Ja, Leute, es ist soweit, eine weitere Folge Masochist Challenge und ich habe Bock, rein da ins Spiel. Wir wollen hier gucken, was wir hier Schönes erreichen. Man muss ja sagen, letzte Folge ein bisschen mad gewesen, ein bisschen, aber neuer Tag, neues Glück und dementsprechend gehen wir hier direkt rein ins Duell. Wir sind aktuell Bronze 2, das heißt, wir können wieder zu Silber kommen, was sehr gut ist. Erstens, wir kriegen ein paar Edelsteine und dann können wir wieder downgerankt werden in der nächsten Season. Aber wir steigen auf, wenn wir hier das Ganze gewinnen. Haru! Okay, wir gehen wie immer als zweites hier. Wir wollen die 6. Karte haben. Das ist natürlich ganz klar. Und Rescue Rabbit ist auch ready to go. So, mal gucken. Vielleicht spielen wir gegen jemanden. Wir können uns hier den 7. Win holen. Ja, Leute, 6 Wins haben wir schon bereits an der Zahl. Und, interessant. Ja, okay. 1,8 Beatstick, Flippen und Double Kill ist ein solider Start. Sag ich so, wie es ist. Wir haben leider... Oh, das ist gar nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Heilige Ungeheuer. Ja gut, jetzt übertreibt er komplett hier. Können wir gegen die heiligen Ungeheuer ankommen? Also wenn er Jubel spielt, dann können wir gleich quitten, dann brauchen wir nicht weiterspielen. Aber es sieht eher so aus gerade, glaube ich, wie... ja, heilige Ungeheuer. Was war das nochmal? Falls du Uria... Ja, okay, mit Yama, ey, komm, jetzt übertreib halt nicht. Ey, das ist halt schon so viel. Ja, mit Shavara, okay, er hat noch Gate. Ist die Frage, was, ja. Ey, wir müssen es positiv sehen, ne? Wenn er auf IP endet, ja. Win! Und da sagt man sollte aufgeben. Ja, nix da. Rabbit, Depp ist da, Rank Up ist da, 100 Steine sind da, den Pack kaufen und 2 Legacy Packs. Das ist gut, 2, sehr gut. Das heißt, uns fehlen nur noch 8 und wir können öffnen. Aber was wir direkt öffnen können, ist selbstverständlich hier unser Shop. Pack, Master Pack, Number 1. Ey, die Folge gefällt mir schon sehr gut. Kaufen. Hui. Egal, wir brauchen keine Holos. Das ist das Coole in dieser Challenge. Wir brauchen keine Holos oder ähnliches. Wir können einfach hier, ja komm. Oh, wir wollten langsam öffnen. Egal, jetzt gehen wir einen Schnelldurchlauf. Zur Kronwelt wichtig. Also, wir haben hier, du kannst ein... Okay. R2000 Defense ist ein Fänger, I guess. Oh, 1,8 Beatstick. Nehmen wir mit. Falls ein oder mehr auf einer Plantation 5 oder höher kontrolliert zerstört werden, dann kann der Friedhof ganz speziell beschwören. Nee. Du kannst in der Folge Grümpel nur einen pro Spielzug verwenden. Falls du gerade normal Spezialbeschwörung hast, du kannst einen Grümpelmonster auf dem Spielfeld wählen und dann einen dieser Effekte aktivieren. Okay, erst Tuner mit 1,5. Das ist gar nicht so schlecht. Hey, was ist das? Wenn diese Karte einen Angriff reguliert, ihre ATK wären bis zum Ende des Demo-Steps gleich der Hälfte ihrer Grund-ATK. Wenn diese Karte einen Angriff deklariert. Aber es ist gut. Es ist einfach eine Mauer. Eine Mauer nehmen wir mit. Was haben wir hier? Protokoll ausführen. Okay, was protokollieren wir denn hier? Während jeder Battlephase kannst du ein finsternes League-Monster auf dem Friedhof verpacken. Ja, genau, ist viel zu speziell. Und jedes Mal, wenn du Synchro-Störung durchführst. Ey, das sind sehr gute Upgrades. Die nehmen wir natürlich mit. Unser Deck braucht mehr Beatsticks. Also eigentlich brauchen wir mehr Effektmonster, aber Beatsticks nehmen wir natürlich auch mit. Masochist Challenge steckt natürlich hier. Was haben wir jetzt hier Schönes? Also, wir haben hier einen 1,8er Beatstick und einen 2000er. So, der ist sogar Maschine. So, langsam gehen wir doch wieder zur Maschine. So, jetzt müssen wir gucken hier. Der ist einfach nur... Oha! Der summon ja sogar einen Winddrache vom Friedhof. Haben wir sowas? Ne, haben wir nicht. Aber, naja, also wir haben 1,8er. 1,8. Warte, kann... Du kannst einen anders offenen Monster mit dem Krieger, wenn du das kontrollierst, es verliert. Genau 6,9, versehen stellt diese Karte... Okay, wenn diese Karte, die du kontrollierst, nicht gegen einen Kampf zerstört wird, kannst diese Karte vom Friedhof verbannen und dann ein Feuermonster mit dem Krieger in der Friedhof für den Scheiß. Okay, nice. Okay. Also, wir spielen sie ja wegen Licht. Erst Erde. Wo ist jetzt nochmal hier unser Zug? Zug ist auch Erde. Erde ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Wir müssen jetzt mal rausnehmen. Hier so 1,7. Dino. Ja, den brauchen wir ja nicht für unsere Combo. Krass, ne? Es wird jetzt langsam schwer, hier Karten rauszunehmen. Wir können mal... Hier so ein Tributmonster rausnehmen. Den Dinosaurier müssen wir für unsere Combo spielen. Aber wir können ja mal... Kannst ein anderes Dinosauriermonster abwerfen, beschleunigt von der Hand. Ne, der ist ganz gut. Wir nehmen dann ihn hier raus. Das glaube ich okay. Egg Boost. Ja, das ist doch fair. So, Zug ist drin. So, jetzt mit Tuner ist halt die Frage, ne? Wir haben halt Tuner. Aktuell bringt der nicht so viel. Wir können 7. Wir können auch, doch, wir können ihn rufen. 7. Okay, ihn ist... Ne, dann würde ich ihn drin lassen vielleicht. Wir haben auch 7. Wir haben keinen 6, ne? Das ist auch schwierig. 7. Der ist auch 3. Genauso wie er. Ja, dann würde ich sagen, packen wir den erstmal rein für den. Erstmal, wie gesagt, wir müssen eh mal, irgendwann müssen wir auch die Strategie wechseln. Das ist natürlich safe hier an dieser Stelle. Genau, Dinosaurier. Ja, und wir nehmen den raus. Ah, das ist eine schwierige Entscheidung. Er ist Licht. Er geht halt mit unseren Dings. Mit unseren Exit. Ja, wir haben jetzt einen krassen Bizek rausgenommen, theoretisch. Haben einen Bizek reingepackt, der aber, wenn er angreift, leider halbiert wird. Also der ist einfach nur eine Mauer. Aber mit 2100 Defense, also das ist schon eine Wall. Das ist schon eine Wall. Oh, rankt natürlich ab, wenn wir hier gewinnen. Ey, wir können Silber hitten. Ja, wieder als zweites. Wir wissen es doch. Und scheint auch zumindest hier keine Accessoires gekauft zu haben. Das ist immer gut. Also Leute, die nicht Accessoires kaufen, haben entweder alles in ihr Deck gesteckt, was natürlich schlecht ist. Oder sind ebenfalls Anfänger. Also, was haben wir hier? Oh, kein extra Deck. Das ist doch super. Das ist tipptopp. Alter, wir haben unser bestes Monster gezogen, quasi. Wir haben, na gut, wir haben 3 Monster hätte jetzt nicht sein müssen. Wir können Krieger oder Hexer übernehmen. Wenn diese Karte einen Angriff deklariert. Krass, ne? Also die ist wirklich eine Wall. Oh. Oh. Ist das der nächste Win? Ja, lass mich 2 Karten ziehen. Ja! Okay, jetzt haben wir Combo. Jetzt haben wir Combo. Krass, wir haben Combo. Handzerstörung. Okay, warte. Da müssen wir gut überlegen. Handzerstörung. Was nehmen wir denn weg? Wir nehmen, glaube ich... Ja, das sind, was haben wir hier? Okay. Warte. Das scheint ein FTK-Deck zu spielen. Wir müssen jetzt natürlich schlau an Gier heben. Wir werfen... Das ist natürlich schwer jetzt, ne? Der Dino ist aber auch wichtig. Wir werfen auf jeden Fall den schon mal ab. Und ja, wir haben was zum Spezialbeschwören. Ich glaube, der Zug bringt uns jetzt nicht mehr allzu viel. Nee. So. Und wir haben noch einen Dino. Okay, jetzt haben wir... Oh! Ist sehr gut, wenn Dinosaurier zum Spezialbeschwören. Ich frage mich, was die Wincon gerade so ein bisschen ist. Okay, Into the Void. Ja, er geht voll rein. Das heißt, ich habe wahrscheinlich gewonnen oder verloren jetzt in diesem Zug. Oh, beide spielen. Oh, das ist schlecht. Was war das? Solange ein Zauber kann ein Spiel, das in der Hand vorgezeigt wird, kann kein Spieler normal beschwören oder setzen. Das ist sehr schlecht. Das heißt, wir können nicht normal beschwören. Aber wir können spezial beschwören. Was in dieser Hand ironischerweise funktioniert. Also, er countert uns quasi. Oh, okay. Ja, das würde ich sagen, ist nicht so gut. Was macht dann? Aktiviere diese Karten, indem du einen Kartenabdruck klickst. Jedes Mal, wenn die geliebte Karte oder den Effekt aktiviert wird, halbiere die Lebenspunkte, die das Besitzer sofort nach den Effekt fließt. Während der Endphase diese Karte in diesem Spielzug die Lebenspunkte eines Spielers halbiert, lege die Karte auf den Friedhof. Solange dein Gegner einen Monster kontrolliert, kann diese Karte nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Okay, also das ist ja erstmal nicht so wild. So, jetzt haben wir keine Normalbeschwörung. Das ist natürlich schwierig. Aber ich glaube, das ist nur solange wir die haben, ne? Warte. Ja, wir können nicht normal beschwören. Ist aber nicht schlimm. Wir können erstmal den hier speziell beschwören. Indem wir den hier abwerfen. Alter, ich fühle mich hier richtig wie so ein Combo-Deck. Kabum. Ah, die können wir... Warte, können wir die setzen? Und dann dürften wir normal beschwören, oder? Können wir ja gleich aktivieren. Nee. Das ist schlecht. Warte. Können wir nochmal setzen, ist ja nicht schlimm. Nee. Ja gut, okay, das hat sich dann erledigt. Du kannst einen abwerfen, bestimmt keine Spezialverwand. Ja, ist ja vollkommen fein hier, würde ich sagen. Neuer Effekt. Discarden in diesem Fall jetzt ihn, glaube ich, ja. Spezialbeschwören ihn. Dann beschwören wir ihn Tribut. Alter, wir kriegen ja Schaden aufs Feld, das ist ja unglaublich. So, und jetzt aktivieren wir natürlich die hier. Rüsten den aus. Rüsten den. Rüsten den aus. Jetzt in die Battleface. So, das ist ultra viel Schaden. Das ist ultra viel Schaden. Leider reicht es noch nicht ganz. Ja. Leider kann auch einmal hier Vertrag mit Tonnen 1000. Aber ey, wir haben 5500 Schaden. So viel haben wir noch nie gemacht, ein Zug. Pokal des Asses. Okay, das ist natürlich nice. Also, er kann eine Karte ziehen noch und eventuell nochmal zwei. Das hoffen wir natürlich nicht. Ja! Plus zwei für uns. Wir sind einfach die besseren Spieler. So ein Ding ist das nämlich. So. Jetzt kannst du noch einmal 1000 zahlen und hoffen, dass du hier irgendwas ziehst. Ne, er macht Pass. Okay, das ist natürlich... Ja, das ist GG dann. Wir haben Win hier. Oh, Ziehmaschine. Das ist uns aber egal. Ey, keine Zeit verlieren, Leute. Keine Zeit verlieren. Wir wollen hier direkt in die Battle Phase und direkt das Duell mit 3000. Attack! Ja, wir könnten nochmal boosten, aber wofür? Win Nummer 2! Ey, Leute. 100% unbesiegt. Ich glaube, ich beende die Folge. Ah, Spaß. Aber Rank Up. Wir sind Silver. Wir hitten Silver again. 200. Komm bitte. Ja, 2 Legacy Packs. Wir sind bei 4. Das heißt noch 6 und dann können wir eins öffnen. Wir sind in Silber. Das ist sehr schön. Und wir können unser Deck verbessern. Ey, Leute. Die Challenge, also manchmal muss es Ups haben, wie letzte Folge. Jetzt haben wir da, jetzt haben wir auf. So. Was haben wir? Ultra! Okay, Ultra ist ultra gut, weil in Ultra sind immer ultra gute Karten. So, wir mal gucken erstmal. Ja, bringt uns gar nichts. Weder Monster durch den Effekt. Ja, das bringt auch gar nichts. Flugkanone. Eingeführt, ja, bringt auch nichts. Cool. Oh, beschwören böse Augen und Spezial von der Hand. Okay, das kann. Oh! 1000 Angriffskraft. Das ist super. Was haben wir hier? Okay, das ist nicht so gut. Pearly, okay, und die Ultra. Komm. Oh nein, Büroboter Basis. Ah, das ist natürlich nicht das, was wir haben wollen. Sehr teamspezifische, aber wir haben eine gute Spell. Und die gute Spell nehmen wir direkt ins Deck. Wir haben eine gute Spell und die nehmen wir natürlich direkt rein hier. Also ihr merkt, wir haben hier wirklich Progress. So, nehmen wir ein gutes Spell rein. Müssen jetzt irgendwas rausnehmen. Und ich glaube, jetzt entscheiden... Ja, warte, wie viel Licht haben wir? Feuer. Wir haben auch wirklich nicht so viel Licht, ne? 1,7. Ja, der Burn, der kann relevant sein. Den will ich eigentlich behalten. Okay. Aber warte, der ist Fee. Den dürfen wir nicht wegnehmen. Aqua... Müssen wir ja gucken. 1,8. Ist es Time für verbündeter Gerechtigkeit zu kicken? Ich glaube schon. Es ist soweit, Leute. Er ist gut, er hat uns wirklich gute Dienste geleistet. Aber jetzt ist es Zeit to go. Der hat nur 1,4. Er kann ein Monster aufflippen, was sehr gut ist, selbstverständlich. Aber von daher, ja, wir sind in Silber. Unglaublich. Wir können wieder hier als zweites gehen. Wieder kein Mate. Sehr gutes. Also was für eine Strategie der Gegner ihn verfolgt haben, ich weiß nicht. Das sah mir aus wie halt eine FDK-Variante. Aber kein Problem. Oh, der hat 15 anscheinend. Das ist schlecht. Oh mein Gott. Wir können direkt Exit sammeln. Synchro sammeln. Wir können das erste Mal Angriff Schwarzflügel Chidori. Okay, wir können Chidori jetzt erstmal rufen. Das ist huge. Ah, nur 14. Das ist gut. Das heißt, er spielt doch nicht. Also der Name ist auch sehr weird. Aber er hat sogar das. Ich glaube, das war nur zeitbegrenzt, ne? Dieses Logo. Ist das zeitbegrenzt oder geht das immer noch? Weiß ich gar nicht, ob das immer noch geht. Weil die Accessoires sagen dann ja doch etwas aus über das Alter der Accounts. Ja, ey. Der Pass, den nehme ich doch hin. Mach einfach Pass. Niemand wäre dir böse. Ey, so langsam fühlt sich mein Deck an, als könnte es was. Also es gibt immer so nur 2- und 3-Card-Kombos, safe, also es ist nicht gut. Aber es fühlt sich so an, als hätte man eine Option. Darf ich dann... Nee. Oh, Licht. Falls du keine... Normal Spezial, du kannst deine Hand eingehen. Okay. Dann machen wir jetzt hier Spezialshow. Jetzt gehen wir ja voll rein. Schön mit denen. Und jetzt rufen wir das allererste Mal. Ich fühle mich richtig krass. Ich bin richtig ein Anime-Fieber hier. Synchro Summoning. Ich stimme mein Tuner 2 auf mein Level 5 Monster ein. Chidori. Ja, Chidori geht jetzt hier anders in die Battle Phase. Chidori Attack. Bam! Und dann setzen wir die, ne? Und die gehen wir dazu ab. Ey, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an. So. Wir sind Kartenausgleich jetzt. Was natürlich an sich erstmal schlecht ist. Synchro Summoning macht halt auf diesen Weg zumindest erstmal -1. Aber wir haben auf jeden Fall das stärkste Monster auf dem Feld, was wir so faktisch haben. Also ohne Equip-Spells. Ja doch, streng genommen ist das unser stärkstes, ne? Ja gut, ganz streng könnten wir das hier. Ja, die könnte theoretisch unser stärkstes Monster sein. Das Problem ist, wenn er jetzt wirklich Sendboten spielt und halt irgendwie... Warte mal, wie heißt die Karten nochmal hier? Genau hier, Hyper-Liberien-Hof. Da haben wir ein Problem. Und jetzt haben wir hier erstmal auch ein Problem, denn wir haben Sendboten der Schöpfung Venus. Aber es scheint, als wüsste mein Gegner nicht, wie man spielt. Hey, das nehmen wir dankend an. Krieger oder Hexer. Die sind leider alle Fee. Sie kann als 2 Tribut für ein Tribut eines Monsters und Typ Fee behandeln. Die ist eigentlich voll gut. Ja, wir müssen natürlich Battleface. Ja, greif an. Ja. Okay, wir spielen wohl vielleicht gegen jemanden, der nur grindet. Das sieht mir vielleicht dann doch noch ein Bot oder so aus. Er spielt so langsam. Also so... Also nicht gar nicht, sondern er spielt halt. Das wundert mich halt immer. Aber ey, den Win nehmen wir mit, du. Leider kann ich nicht so viel ATK aufbringen wie vorhin. Leider nicht. 9 Phase 2. Pass. Okay. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ja, okay. Das ist natürlich leider ein bisschen Minus. Ja, weiß ich auch nicht. Also gefühlt ist das schlauer auf jeden Fall. Okay, Battle Phase. Und greifen an. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Gehen wir für 2 und setzen hier eine Karte. Und dann gehen wir ab. Also, nächsten Zug ist das Game. Vorausgesetzt, er hat kein Monster. Was kommt jetzt hier? Okay, jetzt spielt er doch sehr lahm. Ich habe nichts gesagt. Ja gut, ja gut. Was haben wir denn da jetzt? Ja. Mach einfach Pass. Niemand wird dir böse sein. Niemand wird dir böse sein. Ernteengel der Weisheit. Alter Leute, wenn ihr wüsstet, dass ich damit mal ein Deck gebaut habe früher. Das waren Zeiten, ey. Das waren Zeiten. Er geht wieder in Battleface. Er greift sogar den an jetzt wahrscheinlich. Na. Aber wenn er hier reinrennt, haben wir gewonnen. Wenn er hier reinrennt, haben wir leider nächsten Zug noch nicht gewonnen. Okay, wir haben gewonnen. Das ist sehr nett von dir. Wie gesagt, ist ja auch keiner böse drum. Ich sowieso nicht. Nächster Win, Leute. Alter, 3 Wins in einer Folge hatten wir das jemals? Ich glaube nicht. Ich meine, ja, okay, fair, ne? Also, ich meine, wenn das so passiert wäre, hätte ich immer den Win bekommen, aber trotzdem. Obwohl, mit 1,8er Beatsticks muss man auch erstmal klarkommen. Oh, 2000, ne? Wir machen hier keine Faxen. Doch, machen wir. Weil wir wollen auch eine Tributbeschwörung durchführen. Weil es gibt mehr Punkte. Und mehr Punkte ist gut. Für eine Battle Phase ist ja Game dann. Mehr Punkte heißt mehr Punkte für am Ende. Und mehr Punkte heißt dann auch mehr Legacy Packs. Alter, 100% Winrate. Ich weiß nicht, Challenge doch einfach. Weiß nie mehr, was das Problem war. Wir steigen hier im Pass auf und wir kriegen... 3! Wir sind bei 7. Das heißt, noch einmal so ein Dreier. Aber wir haben gewonnen. Wir dürfen... Ja, guck mal, Ich bin gewohnt, immer direkt reinzugehen, aber hier ist ja eine geheime Mission freigeschalten. Aha. Ja, safe ist, dass die geheime Mission ist, ich Schaden zufüge, wenn er angreift. Pack Opening. Oh, eine Super Rare. 3 Blitze. Jetzt wird spannend. Und, okay. Oh, okay. Generisches Dreier ist gut. Okay, was ist das? Du kannst ein Magiebuch Zauberkarte von deiner Hand vorzeigen. Oh Gott, ist das schlecht für uns. Morphthrone bringt uns nichts. Bringt uns nichts. Oh. Aushörde springt uns nichts. Oh. Was ist gerade für eine Link-Beschwörung eines Goki-Monsters auf Friedhof gelegt? Du kannst das Link-Monster des Spielzugs während der Mainphase aus dem Spielzug, diese Karte auf Friedhof gelegt wurde, du kannst die Karte auf Friedhof verbannen, deinen Goki zaubern. Okay, der ist ja komplett wack. Oh! Falls die Karte angreift, wird sie am Ende der Mission Verteidigung geändert. Das ist natürlich sehr gut. Und Layla! Okay, Layla ist busted. Layla ist strong. Sie ist Licht. Okay, sie ist Hexer leider. Wenn sie fehlt, natürlich wäre ganz krass für unser Deck. Deck. Ich weiß halt nicht, ob wir Orange Light drin lassen wollen. Also es ist halt Orange Light. Sie ist Fee und... sie ist Fee. Okay, wir haben 2 Feen. Ja, ich meine, insgesamt natürlich schon ganz nice. Also wir müssen auf jeden Fall Layla reinpacken und der 2000er Beatstick. Ey, ich meine, der 2000er Beatstick. Was wollen wir da mehr? So, den müssen wir eigentlich... Ich will das Reptil eigentlich... Er ist halt faktisch das Schlechteste, aber es ist eine Combo. Aber... Ich weiß nicht. Wir müssen unser Deck halt konstanter machen. Das Deck wird nur konstanter, indem wir Sachen auch kicken. Ich fühle den gerade auch nicht. Aber er ist halt ein Level 3 Tuner. Das heißt, jeder meiner Monster ist halt dann der Blackwing. Was habt ihr Gutes? Welches Level Stufe hat der eigentlich? Der Stufe 1. Okay, schade. Also der Blackwing... Ich würde halt den Blackwing gerne rufen. Layla ist halt strong, ne? Boah. Ich überlege doch, Herald zu kicken. Weil, guck mal, wenn wir Herald kicken, haben wir natürlich eine Interruption weg. Aber guck mal, das sind halt so stark. Und dann, guck mal, können wir sagen, hier, Battle. Okay, warte. Box. Alter. Können wir den halt spielen. Ja doch, komm, wir machen so. Das Upgrade das Deck deutlich. Also dann haben wir halt nicht mehr so Monster, die halt faktisch nichts machen. Also nichts ist halt gelogen, aber ihr wisst, wie das meint. So, ein weiteres. Dann sind wir Silber 4. Ich glaube, das ist unser höchster Rang, den wir je erreicht haben aktuell. Oh, okay. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Jetzt kriegen wir aber richtig aufs Mull. Na, ich darf so anfangen. Nein, das steht wirklich Chaos Max. Nein. Also gegen Chaos Max haben wir halt keine Chance. Doch, wir können die Trap ziehen, die die ATK gleich macht. Das wäre die einzige, die wir... Das ist sehr schlecht, muss ich an dieser Stelle sagen. Aber ich meine, ey, am Ende... Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an hiermit. Setzen den... Geben ab. Ich meine, vielleicht spielt er... Er spielt 15, also das sieht schon... Ich hätte aufhören sollen mit der Folge. Es wäre einfach eine 100% Folge gewesen. 100% Winrate. Das wäre ein Folgentitel gewesen, Leute. Das... Okay, er spielt Raid Raptor. Wir haben ein... Das ist so strong. Keine Normalbeschwörung, ne? Er hat einfach 2 den gleichen. Jetzt geht er ans Link. Also ich glaube, das Link müssen wir aufhalten. Ja, wir müssen das aufhalten. Die holt auch Rank-Up-Spell, ne? Ja, die holt auch Rank-Up-Spell. So, er hat noch Normal Summon, also es wird eh böse. Ey, verbotener Kelch wirklich unsere beste Karte ist, ne? Mit. Ja. Ich meine, was willst du machen? Also, wir warten noch, aber wenn er jetzt Badi spielt oder so. Ja, Digga. Ja. Also wir haben. Ja, das war's halt. Schade, 100% Winrate ist dahin. Aber ey, wir können sagen, wir waren lange Zeit 100. Aber wir können ja auch Silber 4 hitten. So weit waren wir, glaube ich, noch nie. Wäre auch ein guter Erfolg. Oder waren wir schon Silber 4? Silber 3 waren wir, glaube ich, noch nicht. Ist auch egal. Oha. Der Name lässt vermuten, dass das wieder jemand ist, der hier einfach nur grindet. Ja, das sieht gut aus. Er ist aktuell. Ah, der Loose hätte eben nicht sein müssen. Hätten fast 100% Winrate dann. Fast. Gegner hat extra Deck, okay. Oh, Hand ist sehr gut. Was haben wir hier? Oh, 10. Die Hand ist super. Einfach kann auf uns zu mir, das Gegner kontrolliert, verliere 500. Das ist sau stark. Wir können einfach ein 2-8er Monster. Nein, wir können sogar. Wow, ein 2-9er Plattmann. Alter. Oh nein. Nein, don't do it. Pass einfach. Ja. Es ist. Ich finde es aber crazy. Die spielen zum Teil doch Decks irgendwie, ne? Ja, gut gemacht. Keiner ist der Böse wieder. Das sieht dann auch ein Free-Win aus. Okay, so, jetzt müssen wir gucken. Wollen wir auf den Blackwing warten? Ich würde sagen, wir warten auf den Blackwing. Wir warten auf den Blackwing. Wir warten auf den Blackwing. Das heißt, wir rufen den. Ja, okay, tut er keinen Zwang an. Ich würde sagen, wir aktivieren... Ah, das ist wirklich, um Fallenkarten zu aktivieren und so, ne? Richtig wild. Das ist wirklich die maximale Mission-Anzahl. Ja, egal. So, jetzt aktivieren wir den Effekt. Aber wir verlieren auch 500. Das ist ja schlecht. Egal. Beschwören den. Setzen. Also, erst angreifen... Ja, wir machen das gleich. Aber wir können das gar nicht auf den Dino machen. Ach da, wir können es auf Blackwing machen. Ja genau, das war meine Idee. Ich wollte sagen, ich hatte nur eine Strategy. Grümpellader, du kannst vor allem Effekte, falls die normal schon, du kannst den Grümpelmonster auf dem Spielfeld wählen. Ach krass, ich kann sogar ihn selber, ne? Ein Gerümpel, ja, Grümpellader, ja. Cool. Das ist doch nett. Oh, Leo leider. Nein, mach keinen Doppelkill. Don't do it. Don't do it. Nein. Nein. Oh mein Gott. Ja, Houston. Wir hätten vielleicht doch equippen sollen. Verdammt. Nee. Wir lassen uns hier nicht hops nehmen hier davon. Nein. Pass, ja, guck, so. Ah, der wird ja MVP, merke ich schon. Oh, was war das nochmal? Bietet 2 Monster Handelsspiel zu, dann ein Monster mit 5 oder höher, außer dessen ATK höher oder gleich der Summe ist. Okay, das geht noch nicht. Dementsprechend, dann machen wir erstmal das hier. Wählen den, schrinken ihn, machen das. Nein, wollen das eben nicht machen. Battleface und rüber da. Dann ist er dran. Ärgerlich mit Dunkelklinge. Da waren wir so greedy. Da wollten wir zu viel. Wir wollten Drachenkrallen unbedingt an einen, ja, an einen mäßig starken ranmachen. Das ist doch perfekt für uns. Ja, das ist jetzt eigentlich kontraproduktiv, was wir machen. Ah, wir wollen auch Fallenkarten aktivieren. Außerdem verliert er ein Monster. Das ist schon ganz gut. Ja, sehr schön. Also eigentlich helfen wir ihm, ne? Also eigentlich will er ja Karten gematcht haben. Wie viel spielst du davon? Wahrscheinlich ja, alle. Ja, also ich vermute, du spielst 2 oder 3 davon. Also weg. So, eigentlich spielt man davon eher eine, aber... Okay. Ja, jetzt haben wir wieder so ein kleines ATK-Problem. Oh, nicht dein Ernst. Ja, wir brauchen nur einen Dino ziehen. Dann sind wir hier over the top in the duel. Aber vielleicht gehen wir dadurch 3 Legacy-Packs. Weil wir hier wirklich grinden. So. Oh. Ja, okay. Ist ja egal. Es ist ja erstmal egal. Wir können jetzt ja hier den Effekt nutzen. Und jetzt haben wir wieder einen stärkeren. Und irgendwann kommt ja auch gut. Irgendwann können wir dann doch Dings holen. Hier. Unsere hier. Und die hat dann irgendwann auch viel, wenn wir wenig Lebenspunkte haben, oder? Wenn wir wenig Lebenspunkte haben, wird das krass. Wir brauchen nur einen Dino ziehen. Dann haben wir ja auch einen 2000er Beatstack. Hm. Warum hat der eigentlich nur 5? Achso. Falls du kein DDD in der Hand. Stolz. Ordenritter. Der hilft uns sehr viel. Oh mein Gott, der spielt Infernoids. Okay, Can. Gan. Gibt uns Can. Oder auch nicht. Battleface. Bum, bum. Bitte. Du brauchst nichts machen. Nein, 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 nein. Hm. Gehen wir eine Battleface. Diamanttiger. Schon coole Karte. Eigentlich. Mal jung. Battleface. Battleface. Nein, nein. Nein. Tu's nicht. Hallo, Rabbit. Hallo, anderes Rabbit. Hallo, mir zu winken. Ja, genau. Nicht dahin. So wie er hier. Ja, hallo. Okay. Das ist schwächer. Das ist gut. Okay, das ist gut. Ja, das haben wir dann jetzt wohl. Naja. Er grindet seine Punkte. Soll er machen. Mir auch egal. Hausbau, wir kriegen einen Win. So. Ja, ein 7er Cracker. Das war ein Disconnect-Problem. Achso, die können sich ja speziell beschweren. Ja, hier können wir den Effekt nutzen. Wir können uns kein Exit holen, denn nur mit Licht oder Finsternis. Naja, Finsternis geht auch, aber... Oh, mir fällt gerade auf. Sind wir bei 15 schon? Ja, wir müssen mal den generischen Link 3er reinmachen, ne? Das wäre echt gut sogar. So, hier 500 Leben uns abfügen. Ihn 500 reduzieren. Und Battleface gehen. Hui. Aber wir gehen das erste Mal in Lebenspunkteführung. Auch schon peinlich hier. Er spielt kein aktives Deck und wir schaffen es nicht, in Lebenspunkteführung zu gehen. Hehehe, hallo. Hm. Genau. Kommt die immer wieder. Ah, ne, nervig. Wir hätten auch eine Tributbeschwörung machen können, aber das lohnt nicht. Erstens wollen wir den tributieren für unseren Krogo. Und zweitens wäre das weniger Schaden gewesen. Brauchst du hinten Philly. Wenn das dann vielleicht nicht so in den Kampf und keiner wird zu hören. Ist echt voll strong, ne? Für jetzt so dieses Format wäre die voll strong. Also für Masochist Challenge. Ich meine, du hast halt, na gut, immer nur durch Kampf, ne? Oder Karteneffekt, ne? Durch Kampf oder Karteneffekt. Ja gut, okay, dann ist sie doch nicht so stark. Sie ist halt einfach nur ein Body, der mal wiederkommt. Aber ich dachte jetzt, die wäre voll strong für Link Climbing, aber ne, dann natürlich nicht. Das Metal Force Monster, das Wasser Monster. Da muss ich das echt immer wieder machen. Das hier überhaupt nicht nervig. So, wir haben aktuell auf dem Board... Ja, okay, das ist natürlich schwach. Okay, 3,8 Schaden. 3,8. Ja, das reicht leider nicht. Oh, es kommt jetzt. Boah, jetzt summit der aber hier. Jetzt geht er ab. Warte, haben wir einen Dino im Deck? 2,1 oder höher? Boah, jetzt müsste man sein Deck kennen, ne? Jetzt müsste man sein Deck kennen. Warte, ich spiele auch... Ich bin auch... Hä, 2-1. Der doch, spürt... Nee. Der 2000, der 2000. Verdammt, ey. Ich hab keinen, ne? Aber wir können aber speziell schon. Das ist natürlich viel besser. Den hier weglegen. Achso, er kann den Effekt nutzen sogar. Ja, krass. Oha. Die schwingt nur TK, ne? Weil die mal TK beschworen, Alter. Wäre voll strong gewesen. Aber ich glaube, es geht nicht mit der Trap, oder? Ist die Trap nur in Defense? Ja, beschütze den Verteidigungsmodus. Okay. Ich habe nichts gesagt. So, die können wir mal aktivieren. Bringt uns nichts. Battle Phase. Er belegt noch einen weiteren Zug. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber können wir nichts machen. Blub. 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 Alter, der nervt so hart. So. Also in der Logik hier haben wir das Duell gewonnen. Ich meine, er spielt ja eh nicht richtig. Das wird damit unser offiziell 10. Win. Und wir haben erst 36 Loses. Das heißt, wir nähern uns langsam einer höheren Win-Rate. Fast 100% hier in der Folge dann. Und dann All-Time. Also gar nicht so schlechter Schnitt. Battleface. Warum kommt der eigentlich nicht wieder? Naja, ich sag da mal nichts so. So, und jetzt ziehen wir hier. Ja, bestens. Wir machen noch einen Equip-Spell, weil wir es können. Jetzt so, der Gene keinen Schaden mehr oder so. Battleface. Und er band das Duell. Boom! Easy. 10. Win. So, jetzt 3 Legacy Packs. Alter, das wäre ultra krasses Opening dann. Wenn wir 10 Legacy Packs öffnen können und ein Master Pack. Das ist ja strong. Sehr strong. Und ey, wir sind einfach Silber. Alter, Silber 2. Ah, nur 1. Ärgerlich. Fehlen uns noch 2. Aber ey, das ist okay. So. Und jetzt gehen wir natürlich noch in unser wohlverdientes Opening. Hey, ganz ehrlich, diese Free Wins nehmen wir mit. Die machen das Deck ein bisschen besser, machen die Folgen dann auch indirekt dynamischer, weil unser Deck dann besser wird und dann haben wir auch eine Chance. So, öffnen wir das Ganze noch. Was haben wir schön hier? Oh, ich habe jetzt... Oh, ich habe es geskippt. Das ist echt so eine Angewohnheit von mir. Egal, was haben wir denn Schönes? Ungeheuer, Ungeheuer, Krieger, gefühlte Ungeheuer. Erhalten bis zum Ende des Spielzuges 700. Falls einer eine kontrolliert, kann man Kampf jetzt verführen, kann stattdessen den Kampf verbannen. Okay, die ist gar nicht mal so schlecht. Ja, 2 AD, den Monster ist sehr schwer. Kubisch. Falls die Karte Art beschworen wird, erhält sie... Nee. Nicht so gut, was ist das hier? FA, okay, diese Karte hat gerne schon... Diese Karte erhält Attikan-Höhe der Stufe mal 300. 1, 2, der Gegner muss 3 und links und den Effekt einer Monster ist Grundstufe niedriger. Okay, jedes Mal mit Zauberkarte. Schade. Während der Battlephase kannst du eine Karte den Gegner kontrollieren auf den Friedhof legen, außer diese Karte, ohne die Battlephase zu beenden. Strong, kaufen wir. Den spielen wir, Seuchenverbreitender, passt jetzt nicht. Und wenn der Gegner ein oder mehr Monster beschwört, halbiere die Grunddeckung des Monster. Perfekt. Das ist dann noch... Achso, und Dino Nebel haben wir auch gezogen. Ey, das ist ja strong. Das ist ja wieder for real strong. Deck. Deck verbessern. Denn wir haben dann nämlich... Genau, kannst du einen Dino Nebel der Hand dazu fügen. Da haben wir nämlich... Battleface Skipping. Das ist gut. Ich glaube, das ist sogar besser als die Lok. Die Lok ist ja einfach nur... Guck mal, wir haben sie nur gezogen zum Discarden. Haben wir hier... Ey, for real, in diesem Gammel-Format ist das okay. So, welchen Dino spielen wir jetzt nochmal? Ja, wir spielen keinen stärkeren Dino. Das ist schon Minus. Wir haben noch nie Inspector Border gezogen auch. Die... Ganz ehrlich, nehmen wir raus. In der Theorie ist die gut, aber die ist so langsam geworden. Wir brauchen mehr Spells und Traps drin. So. Ja, Leute. Ich würde sagen, super gute Folge. Fast undefeated, aber noch fast leider. Aber was soll man machen? Dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt natürlich einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.